Am Sonntag wurden zum 71. Mal die Golden Globes in Los Angeles verliehen. Das erschütternde Sklavendrama 12 Years a Slave von Regisseur Steve McQueen hat sich den Golden Globe für das beste Filmdrama gesichert. Damit gilt er auch als großer Favorit für die Oscar-Verleihung im März. Denn wer bei den Golden Globes punkten kann, hat auch gute Chancen auf einen Oscar. American Hustle von Regisseur David O. Russell hat sogar 3 Globes einheimsen können. Unter anderem für die beste Schauspielerin Amy Adams und beste Nebendarstellerin Jennifer Lawrence, die Durchstarterin in Hollywood. Matthew McConaughey gewann in der Kategorie bester Schauspieler für seine Rolle als AIDS-Kranker in Dallas Buyers Club. Für Daniel Brühl hingegen blieb die Nominierung als bester Nebendarsteller für Rush alles für den Sieg, der bisher größte Erfolg seiner internationalen Karriere. Ein Golden Globe konnte er leider nicht mit nach Hause nehmen. Ebenso leer ging der deutsche Star-Komponist Hans Zimmer aus, der für die Filmmusik von 12 Years a Slave nominiert war. Am 16. Januar werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Vielleicht besteht dann neue Hoffnung für Daniel Brühl und Hans Zimmer.